So, meine lieben Boys und Girls, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Schwarze Edition 2. In der letzten Folge hatten wir Terrakium gefangen und wir haben jetzt alle Rüpeln in diesem geheimen Basis von Team Plasma besiegen können. Jetzt geht es nun direkt, die ganzen Barrieren haben wir auch schon jetzt abgeschaltet, das war jetzt ziemlich kompliziert. Der Part hat auch extra externst in die Länge gezogen worden und es war immer und immer schwieriger. Aber wir haben es jetzt endlich erledigt. Jetzt geht es los. Wir gehen jetzt mal zum Teleporter, der versperrt wurde. Mal direkt rein. Und wir treffen jetzt Viola Chaos und ein paar Rüpeln. Du bist weit gekommen. Du bist ein beachtlicher Trainer. Wo du extra hergekommen bist, zeige ich dir etwas Besonderes. Sieh her. Das legendäre Eis-Pokémon Kyurem. Das Eis, die Eisgeschosse, die wir auf Twin Drake City abgefeuert haben, wurden mit Hilfe von Kyurems Kraft und Team Plasmas Technologie hergestellt. Also dann. Dann könnte es zu einem Risiko für Team Plasma werden. Deswegen werde ich dich hier und jetzt aus dem Weg räumen. Das kannst du vergessen. Danke, dass du die Barrieren deaktiviert hast. Du hast mir echt geholfen. Ich werde euch beide auch beseitigen. So wie es aussieht, geht es jetzt richtig jetzt in die Endphase. Wir werden wahrscheinlich jetzt noch eine große Überraschung erleben. Mal sehen, was uns jetzt noch erwartet. So, Zekrom, ich meine, der Zorak setzt schon mal einen schnellen Nachthieb und Phygometrie geht ja mit One Hit Down. Nice. Hat der ganze Training jetzt doch sehr gut gelohnt. Ich glaube, Phygometrie ist sein Lieblings-Pokémon, so es aussieht. Boah, Alter, Zorak, es geht mit dir ab, mit deinem Nachthieb. Du bist echt jetzt schon mal OP. Schwalze. Das ist effektiv, weil es Bodentyp ist. Auch ihm so effektiv ist? What the fuck? Das ist doch Unlicht. Das Quetschwalze wird ja nur eine Kampfattacke. Tja, Viola Chaos ist jetzt mal mit seinem Eis-Pokémon jetzt mal Geschichte. Machen wir mal schnell das Gift-Pokémon von dem Rüpel down. Ja, es war ja sowas von klar, dass es auch Giftdorn hat. Ja.
Ja, da hätte ich gut nachgedacht mit dem Hypertränke. Daumen hoch für dich, Smash. So, Nassschweif. Ja, ich weiß, es ist jetzt Gift, aber das juckt mich nicht. Guck mal da, okay. Das müsste jetzt das letzte Pokémon jetzt gewesen sein. Ja, tatsächlich. Tut mir leid, dass ich jetzt echt speeden musste, weil ich möchte nicht, dass die ganze Sache mit der Fregatte so lange dauert. Ich muss nur so jetzt schnell durchmachen, dann die ganze Sache hier. Team Plasma. So, wieder Wasserdüse und das war's auch schon jetzt mit Lakaios und sein Rüpel. Wo liegt der Unterschied zwischen deinem und meinem Pokémon-Team? Alter, schützt Torheit nicht. Naja. Ich werde niemals gegen Team Plasma verlieren. Übrigens, wo sind wir hier? Pokémon, es ist mit Eis bedeckt. Kann es sein? Ist das, was Twindrake City... du bist schlauer, als ich dachte. Wenn du so viel Verstand hast, wieso bist du das Risiko eingegangen, in unser Versteck einzudringen? Das ist doch offensichtlich. Ich tue alles, um das Pokémon meiner Schwester wiederzubekommen. Bist du es etwa, der vor 5 Jahren in Aventura City ein Felio gestohlen hat? Ein einfaches Felio? Das wird irgendjemand gestohlen haben und jetzt für sich benutzen. Aber was ich nicht verstehe, es gibt doch andere Felio. Warum hängst du so an diesem einen? Dieses Felio ist absolut einmalig auf der Welt. Mein verstorbener Großvater hat es extra für meine kleine Schwester angefangen. Es ist unersetzlich. Ein Andenken an jemanden? Das mag für dich zwar sehr wichtig sein, aber für Außenstehende ist das... eine unbedeutende Angelegenheit. Es ist nichts im Vergleich zu diesem prachtvollen Schiff. Es nutzt die Kraft des legendären Pokémon Kyurem. Damit wird es uns diesmal gelingen, Einhalt zu unterwerfen. So sieht so aus, als hätte sich Kyurem vollständig regeneriert. Ich werde den DNS-Kal sinnvoll einsetzen. Den Rest überlasse ich euch, Finstrio. Red kein Müll, du hast schließlich verloren. So, mache ich jetzt mal schnell einen Doppelbildschirm, weil es jetzt noch eine Zwischensequenz, wie das Schiff jetzt wegfliegt. Das Schiff fliegt jetzt weg. Team Plasma. Wohin ihr auch flieht, ihr entkommt mir nicht. Was ist das dort drüben? Tut mir leid, dass ich spät komme. Ich vermute mal, dass sie in Richtung Riesengrotte fliehen. Die Riesengrotte? Sie liegt am Ende von Route 22. Gut, ich gehe da jetzt hin. Red, komm du auch. Dieses Pokémon Kyurem, oder? Seine Stimme klang irgendwie traurig. Kyurem. Das braucht von Team Plasmas Kyurems Kräfte etwa für seine bösen Machenschaften? Anscheinend. Wie wollen wir Team Plasma aufhalten, wenn Kyurem ein legendäres Drachen-Pokémon ist? So wie Lysander sagt.
dann könnten ihm nur Zekrom oder Reshiram die Stirn bieten. Aber keines dieser beiden Pokémon ist im Moment hier. Das sind die beiden Trainer, die von den legendären Pokémon anerkannt wurden. Ich werde mich aufmachen und sie suchen. Zur Riesenrotte gelangst du über Route 22. Danke dafür, für die Info. Ich war schon mal kurz dort gewesen. So, dann gehen wir jetzt nach Abadaya City. Ich habe jetzt nicht so viel geredet heute, weil... Naja. Das Zwischensegment will ich nicht so viel dazwischen reden. So, dann lass uns jetzt schnell... die Sache mal erledigen. So, dann kriegen wir noch mal mehr Medaillen. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zur Route 22. Und das machen wir mit dem Fahrrad natürlich. Oh Mann, ich will jetzt gerade den Fahrrad wegnehmen, ja. So, dann machen wir jetzt mal schnell bereit für den großen Kampf, Leute. Weil ich glaube, es wird jetzt der letzte Showdown sein mit Team Plasma. Habe ich jetzt wieder nicht Schutz gehabt noch? War es nochmal Schutz, nochmal. Da war es tatsächlich. Ist ich oder sind jetzt noch mehr Trainer jetzt aufgetaucht worden jetzt am letzten Mal jetzt? Naja, ich weiß es nicht. Na gut, wir müssen sowieso jetzt zur Riesengrotte. Denn nur so kommen wir jetzt weiter. Das sind sicherlich lauter nur Pilz-Pokémon, oder? Ja, das sind nur lauter Pilz-Pokémon. Die sind für uns Schnuppe. So, jetzt können wir endlich weitergehen. Wir sind die restlichen Team Plasma-Rüpel. Sieh einer an. Dann ist wohl an der Zeit, all jenen, die uns in den Weg stellen wollten, eine ordentliche Abreibung zu verpassen. Hey, wir sind bereits fertig hier. Es wurde auch langsam Zeit, wir sollten uns dann mal beeilen. Du bist also ganz allein zurückgeblieben, was? Dann such dir einfach aus, gegen wen du uns erkämpfen möchtest. Aber ich find's doch. Erinnerst du dich etwa nicht an mich? Das ehemalige Mitglied von Team Plasma? Ich arbeite jetzt... ein Spion für Rubius. Jetzt wo du es sagst, dein Gesicht kommt mir in der Tat bekannt vor. Du hast dich dieser Aufgabe ja offenbar voll und ganz verschrieben. Alles nicht so einfach als ehemaliges Mitglied von Team Plasma, was? Nun, was soll ich sagen? N war halt immer so gut zu den Pokémon und daher möchte ich sie jetzt ebenfalls vor den bösen Menschen beschützen. Du hast recht. Wenn wir es nicht schaffen, Team Plasma den Gregar auszumachen, wird es N und dir nie gelingen, ihre Namen reinzuwaschen. Nun gut. Dann werde ich mich gleich mal auf den Weg machen, Red. Und vielen Dank.
Obgleich wir sagten, es geschehen zum Wohle der Pokémon, haben wir letztlich doch nur getan, was wir wollten. Verzeihung, aber es gibt noch etwas, was ich erledigen muss. Gut, dass mal die Spitzel, die dort haben, und die merken das fast gar nicht. Ziemlich witzig. So, leider haben wir nicht Reshiram und Zekrom zu sehen. Weil, ich glaube, das werden wir jetzt nicht in der Zeit jetzt nicht finden. Hier ist natürlich Eisstrahl. Das hätten wir schon gerne gebraucht für, gegen den Drachentrainer Lysander, und das haben wir leider nicht gehabt. Schade, dass wir es erst später bekommen. Dann müssen wir jetzt da drunter gehen, so es aussieht. Was haben wir denn da? Da ist Rubius und die ehemaligen Team Blaster-Mitglieder. Kommt her. Augenblick. Er will mit seinen früheren Kameraden sprechen. Er möchte verhindern, dass sie verletzt werden. Ach, ihr Dickköpfe! Ich werde es so lange wiederholen, bis ihr es verstanden habt. Gezis will die Herrschaft über die Einhalt-Region an sich reißen. Die Befreiung der Pokémon ist nur ein Fahrwand für ihn. Ganz im Gegenteil, die Pokémon leiden unter ihm. Ja, ja, Alter, schon klar. Hältst du uns für blöd? Wir hören doch nicht auf das Gewäsch eines Verräters. Das bringt wohl nichts. Hey! Hey ihr, lasst uns gefälligst durch. Wie bitte? Du willst wohl eins aufs Auge, was? Ich hole das Pokémon zurück, das ihr gestohlen habt. Ich höre doch nicht auf das Gewäsch von Talunken wie euch. Rubius, Ex-Team Plasma, wozu habt ihr eigentlich Pokémon bei euch? Wozu? Doch wohl deswegen, um das zu beschützen, was euch wichtig ist. Oder etwa nicht? Selbst wenn eure geliebten Pokémon oder eure Überzeugungen darunter leiden, jetzt ist die Zeit zum Kämpfen gekommen. Spiel dich nicht hier nicht so auf, du bist doch nur ein Kind. Niemand kommt auch nur in der Nähe der Plasma-Fregatte. Macht sie fertig. Matt, du weißt ja inzwischen, wie es läuft. Den überlasse ich dir. Ihr habt's ja gehört. Wir machen euch den Verräter fertig. Und euch den Verräter fertig. Dann sind wir schließlich bei Team Plasma, um richtig Ärger zu machen. Das werden wir schon mal sehen. Ist aber leider schade, dass die nicht kämpfen wollen, die Ex-Team Plasma-Mitglieder. Eine Aktion, sondern einfach nur so in Sinne zu reden, zu waschen. Dass Gezis natürlich der Böse ist und Rubius eher der Gute ist. So, Luftschnitt. Auch nochmal Luftschnitt. Plasma, ein Hoch auf Team Plasma. Naja, Pech gehabt, mein lieber Freund. Sind eure Pokémon in Ordnung? Hier für dich. Topperleber, vielen Dank, lieber Rubius. Und für dich. Danke. Okay, gehen wir weiter. Zäh, da kommen noch mehr. In einem Moment wie diesem kommt man weder mit einem schwachen Herz noch mit herzloser Stärke weiter. Ich werde kämpfen, um meine früheren Kameraden zu retten und Einhalt zu beschützen. Los geht's, Smash war dein Name, oder? Das Pokémon, das du besuchst, müsste einer vom Finstrio bei sich haben. Sie sehen ein bisschen aus wie Ninja. Alles klar. Wenn ich es wiederbekomme, ist eure Schuld beglichen. Ist es das? Na schön, ich helfe euch dabei.
Damals glaubte ich, ich würde das Richtige tun. Ich wollte unter meinem König Meister N eine Welt frei von Kämpfen schaffen. Aber das war selbstgefällig von mir und ich habe nicht darauf geachtet, was meine Taten in meinem Umfeld anrichteten. Deswegen lasse ich nicht zu, dass sich die Geschichte wiederholt. Man sieht auch schon jetzt, hier sind natürlich eine Eisgipfel hier aufgebaut worden. Jetzt sehen wir mal so ein Rutschrätsel. Und anscheinend müssen wir jetzt zum Schiff. Wieder mal zurück. Der Kerl mit der Frisur ist ein Bald. Wie ein Bald. Der Kerl mit der Frisur wie ein Balderfisch ist ja total wahnsinnig. Ich hab Angst. Er ist ein Monster. Ganz einer wird mit Kyurems Eis bedeckt sein. Wie es wohl Lewakeos dann wohl ergehen wird. Er ist doch so kälteempfindlich. Nur streng dich an, Kyurems Eis ist voller viel mächtiger als Reshirams Feuersäulen oder Sekoms Blitze. Kleines Gör, stell dich ja nicht in unserer Eroberung ein als in den Weg. Und währenddessen können wir jetzt mal hier reinschleichen, mal sehen, was uns hier erwartet. Hey du Einbrecher, das ist eine Falle. Oh, du bist in die Falle getappt. Ah, warum in der Falle? Da ist doch natürlich ein Teleporter. Aber ihr seid natürlich nur die Falle, mit dem ich jetzt Zeit schinden könnt. Und das werden wir schon mal sehen. Okay, wir hätten die Ponytox und Irokex. Dann werde ich mal die Ponytox mal richtig platt machen hier. Weiß nicht, wieso haben die nur Gift-Pokémon bei sich? Das ist ja irgendwie interessant. Na gut. Dann schauen wir mal, was jetzt ein Teleporter hier erwartet. Und das ist das Hauptquartier, so wie es aussieht. Hoppla, so sieht man sich wieder. Ich bin das Ex-Mitglied von Team Plasma. Ich habe auf dich gewartet. Ich habe Rubius kontaktiert, aber niemand wird kommen, um mir zu helfen. Alle hier reden schlecht über N. Das ist schwer zu ertragen. N hat seine Fehler eingesehen und seinen eigenen Weg gewählt. Dafür nennen sie ihn jetzt einen Verräter. Die sind alle echt schrecklich. Erst haben sie einfach so extrem hohe Erwartungen an ihn. Und dann regen sie sich einfach so darüber auf, dass er sie verraten hätte. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Dieses Stockwerk ist ein Labyrinth aus Rohren. Indem du die Schalter betrittst, kannst du die Rohre verbinden oder trennen. Du kannst übrigens auf den Rohren laufen. Okay, sind es wieder so Röhre wie bei Mario oder was? Was willst du, Eindringling? Falls du gegen mich gewinnst, gebe ich dir einen Hinweis zum Passwort. Das wäre sehr nett, dass du mir den Passwort geben würdest, mein lieber Freund. Ich möchte eure Pläne jetzt dann richtig in die Umlaufbahn schicken. San Pignon.
Weißt du, warum haben die so schwache Gift-Pokémon? Ich glaube, jetzt letztes Mal haben die auch Gift-Pokémon gehabt oder nur Unlicht. Und jetzt auf Gift sind die umgestellt. Das ist auch irgendwie witzig bei den zweiten Teilen in Schwarze Edition 2. So. Goldbad. Na schön, dann klaue ich dann dein Team eben nicht. Hier kommt ein Hinweis dafür, für das Passwort. Es ist die es ist eine Ziffernreihenfolge. Haha, aber das bringt dir nicht weiter, was? Ich gebe dir noch einen Hinweis. Die zweite Ziffer ist die 9. Oh Mann, es sind noch sehr viele von diesen Rüpeln unterwegs. Oh man. Oh, wird jetzt richtig ein langer Kampf sein. Toppeleber, da ist Toppelixier. Da bin ich extra nach Einhorn gekommen und ich habe mich Team Plasma angeschlossen, nachdem ich Team Galactic aufgelöst hatte. Was? Der ist von Team Galactic? Nochmal. Dabei bin ich extra nach Einhorn gekommen. Und habe mich Team Plasma angeschlossen, nachdem sich Team Galactic aufgelöst hatte. Also es ist wieder eine Sinnoh-Anspielung hier, ne? Also, ja genau. Team Galactic hat sich ja aufgelöst, weil Cyrus verschwunden war. Spurlos verschwunden war. Also laut Anime ist er natürlich bloß verschwunden oder tot, ich weiß es nicht. Ob sein Tod wirklich bestätigt wurde, wissen wir derzeit nicht. Also, wir wissen ja selbst im Anime, gab es zwei Tote. Also zwei Tode hat es schon gegeben im Anime. Das war ja in der Serie natürlich, nicht im Film, sondern in den Serien die Rede. Und in den Serien war natürlich in der Sinnoh-Region natürlich... die Pokémon-Jägerin J, falls ihr noch erinnern könnt, falls ihr den Anime geguckt habt. Ich gucke natürlich Pokémon-Animes ja gerne an. Und da war mir jetzt später klar geworden, dass J nicht überlebt haben könnte bei der vorigen Folge. Und dann in der nächsten Folge danach kam dann noch dieser Kampf mit Cyrus. Cyrus weiß man auch nicht, was mit ihm geschehen ist, nachdem dann Team Galactics Pläne dann zerstört wurde, oder... Ja, Team Galactics Pläne wurden zerstört. Und was mit Cyrus dann geschehen ist, wissen wir derzeit nicht. Manche sagen natürlich, dass er sich selber vernichtet hat, in dieser Welt, was er erschaffen wollte. Oder er lebt jetzt in seiner eigenen Welt, wo er seine eigene Ruhe gefunden hat. Aber ich glaube, im Spiel möglicherweise könnte es sein, dass Cyrus noch lebt und er bleibt jetzt in der Zer-Welt, was jetzt eher seine Welt ist. Wo er gerne ganz alleine ist. Aber ich weiß nicht, welche von diesen Theorien stimmt. Ich bin ja kein Pokémon-Theoretiker, also... Naja. Mal sehen, was uns jetzt noch erwartet, weil es gibt noch so viele Theorien über Team Galactic und die ganzen anderen Bösewichte. Wir wissen ja selbst, dass Team Plasma ja aufgelöst wurde schon zweimal hintereinander.
Und was dann jetzt mit Team Plasma dann nachher geschehen ist, mit dem zweiten Team Plasma, also man nennt es auch Neo Team Plasma. Im Englischen heißen die Neo Team Plasma statt Team Plasma. Aber dass sie in Deutsch jetzt nur Team Plasma gelassen haben, okay. Ein Bonk und Fletze spielt jetzt keine Rolle, okay. Mal schnell heilen, danke. So, dann müssen wir doch jetzt runtergehen und die ganzen Rüppeln hier fertig machen. So, ich glaube, ich werde dann bald den Part dann bald beenden, weil ich glaube, es wird jetzt nicht mehr so lang gehen mehr die Folge, weil 30 Minuten sind ja schon lang genug. Wie stark, deswegen gebe ich hier einen Hinweis zum Passwort. Es besteht aus 4 Ziffern. Die letzte Ziffer ist die 9. Na gut, Leute, ich glaube, wir werden das im nächsten Part machen. Aber ich glaube, wir werden jetzt noch einen Trainerkampf noch gönnen. So. Ich kenne meine Niederlage an und gebe dir unverzüglich den Hinweis. Die erste Ziffer ist die 9. 999 oder was? Das mit, jetzt mit den Zahlen wird jetzt langsam verwirrend. Ja, ich glaube, ich werde das im nächsten Part machen, weil ich glaube, es wird jetzt ziemlich lang dauern. Na gut, ich werde jetzt mal das speichern, Leute, und dann werden wir dann im nächsten Part weitermachen. Falls euch dieser Part gefallen hat, dann lasst ein Daumen nach oben da. Und Abo da lassen und die Glocke aktivieren, wäre mir lieb. Damit ihr nichts verpasst. Dann geht es dann direkt weiter hier im Schiff von Team Plasma. Hoffentlich werden wir dann die Pläne dann noch im nächsten Part dann durchkreuzen. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Red Pocket Hendo. Ciao und Like und Abo nicht zu vergessen und die Glocke aktivieren, damit ihr Support zeigen könnt.